Einen wunderschönen Montagmorgen. Ach nee, Quatsch, Montagmorgen. Nein. Wir haben heute Mittwoch. Der 8. Der 8. April. Wir fahren jetzt zum Kunden, holen unsere Ladung ab und die geht nach Salt Lake City. Ja. Da haben wir vier Tage sind wir unterwegs. Interstate 80, normalerweise Interstate 80, direkt durch. Also ich würde hier auf die Interstate 80 rauffahren und würde in Salt Lake City wieder runterfahren. Das mache ich aber nicht. Ich habe gerade mal geguckt. Das würde mich über $200 Maut kosten. Und ja, die spare ich mir. Ich fahre eine kleine Umleitung, Umgehung. Einfach gesagt, ich fahre eine andere Strecke. Die ist ein paar Meilen länger, weil die Ladung auch sehr leicht ist. 6.000 Pfund oder 7.000 Pfund oder so. Ist zwar eine volle Ladung, voll abgedeckt. Also volle Lotte. 2 8-Fuß-Tarps und wahrscheinlich noch ein 4-Fuß-Tarp. Also 3 Tarps. Und ja, wird wieder spaßig. Naja. Egal. Und jetzt kommt ein Anruf. Gleich wieder da. Jetzt sind wir hier irgendwo beim Kunden, aber ich weiß nicht wo. $1.500 ist meine Abhol. Ah, hier wird das sein. Ah, okay. Verstehe. Hier Shipping. Ist das hier? Ich weiß es nicht, echt nicht. Keine Ahnung. Da steht ein Flatbed drin. Ah, ja, bin richtig hier. Bin richtig. Naja. Ich glaube jedenfalls, dass ich richtig bin. Ja, richtig. Cola. So, wir sind jetzt fertig mit Laden und machen uns jetzt auf den Weg nach Salt Lake City, gell? Muss mal gucken hier. Ich muss den Broker erst noch anrufen und Bescheid sagen, dass ich fertig bin mit Laden. Und dann geht's los. So, Freunde, jetzt machen wir uns mal auf den Weg in den Westen. In den wilden, wilden Westen. Der fängt hinter Hamburg an. Ja, schöne hohe Ladung, volle Lotte. Aber leicht, leicht. 6.000 Pfund oder so. Also easy peasy.
2293 Meilen haben wir jetzt vor uns. Ja, weil euch ja immer so die Ortsdurchfahrten so schön gefallen. Machen wir mal hier eine Ortsdurchfahrt. Lawrenceville, New Jersey. Genießt die Fahrt. Musik ab. Wahnsinnigen Hunger. Knurrt schon der Magen. Ich glaube, ich mal anhalten. Ich muss sowieso bald anhalten, 30 Minuten Pause machen. Naja. Aber nee. Oh. Ersten Tag ja fast geschafft von 4. Dann sind es nur noch 3. So schlimm, ja. Jetzt rutscht der mir da hinten auf die Pelle. Ich dachte, er überholt, ja. Er hätte schon 20 Meter vorher ausscheren können. Junge, ja. Ja, Freunde, heute, wie gesagt, heute zeige ich euch nachher noch die Ladung, wenn wir anhalten. Und dann war das eigentlich fast schon mit dem Video. Wird wahrscheinlich sehr kurz und sehr langweilig. Aber immer noch Hunger. Hunger. 30 Minuten Pause. Irgendwo in Pennsylvania auf der Pilot. Oh, dreckige Scheibe, Pilot. Und habe mir jetzt auch was zu essen gemacht in meinem George Foreman Grill. Grill. Und ja, werde euch jetzt mal die Ladung zeigen, ne? Dann können wir gleich mal eine Post-Trip-Inspection machen. Eure Pre-Trip-Inspection haben wir ja heute früh gemacht. Und jetzt machen wir eine Post-Trip-Inspection. Was ist denn da für ein Fleck auf meiner Linse? Okay, mal erstmal den Fleck wegwischen. So, besser? Irgendwie immer noch nicht, wa? Besser? Naja, wir gehen mal raus. Und ich zeige euch mal die Ladung. Mal gleich noch eine rohren draußen. So. Ja, wahrscheinlich muss ich die Gurte noch mal nachziehen jetzt. Oh nee. Noch fest genug. Ja, hier kommen die Gurte über die Ladung, über die Plane drüber. Und Die Plane haben ja die Jungs darauf gemacht von der Ladestelle, ne? Aber zischen hier. Zischt nicht. Ja, Reifen checken. Gut.
dran. Ja, und so sieht der ganze Kladderadatsch von Weitem aus. Ja. So, dann rauchen wir noch ganz gemach eine. Und haben dann noch 3 Stunden 19. 3 Stunden 19 kann ich noch fahren. Die werde ich auch fahren. Also 3 Stunden werde ich noch fahren und die 19 Minuten halt als Spielraum lassen für Parkplatzsuche. Und dann müsste das alles ganz gut laufen hier. Ja. So, Freunde, Feierabend für heute. Hab mich jetzt hier auf den Bezahlparkplatz gestellt und ja, ist ein schöner Platz eigentlich. Also kostet $15, aber besser als irgendwo am Straßenrand rumzustehen, ne? So sieht das aus hier. Ja. Ja. Gegenüber von den Zapfsäulen. Und jetzt kommen die nächsten, die ergattern ja auch die letzten Bezahlparkplätze. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Anschauen und bis morgen. Ciao, bye bye.